Willkommen zu unserem Video über Emitter Outdoor. Emitter Outdoor Direct, um genau zu sein. Eine neue Emitter-Linie, die den großen Unterschied haben zu anderen digitalen Fallensystemen oder Schädlingsbekämpfungsprodukten, dass hier drin in diesem Sensor eine eigene SIM-Karte verbaut ist mit verschiedensten Technologien, die, egal wo ihr sie platziert, direkt in unsere Emitter Cloud senden und damit auf euer Smartphone. Das macht es für euch extrem einfach, auch nur eine Falle zu platzieren. Sonst für große Installationen muss man mit einem Router, einem Gateway und Co. einfach eine Infrastruktur aufbauen. Dieses Produkt ist Standalone, ist eine Rieseninnovation aus unserem Hause, die es weltweit so auch in dieser Konstellation nur einmal gibt. Einmal bei Futura in Germany gefertigt auch, 100% made in Germany, da sind wir sehr stolz drauf. Und ich werde euch heute dieses Produkt einmal kurz erklären. Im Endeffekt, wenn ihr es in unserem Online-Shop gefunden habt, dann wisst ihr auch schon, was ihr haben wollt, nämlich eine digitale Ratten-Mause-Kombi-Falle. Und da fangen wir auch schon direkt an. Das Produkt funktioniert nämlich mit unserer Gorilla-Trap. Die Gorilla-Traps, wie ihr wisst, sind extrem hochwertige Mause- und Rattenfallen, die Mausefalle auch vom Umweltbundesamt zertifiziert ist. Ihr habt hier unten einmal einen Weight-Adjuster, den könnt ihr einstellen, zum Beispiel von Level 1 auf Level 2 oder auf Level 3. Somit verändert sich hier die Sensibilität. Das ist nachher für das Produkt sehr wichtig, denn so könnt ihr entscheiden, ob ihr hiermit zum Beispiel auch eine Maus fangen möchtet oder wenn nicht, dann stellt es auf 3 und dann bekommt ihr nur die großen Ratten. So viel zu der Falle. In der Falle ist auch immer ein Sensor verbaut hier hinten, der nachher mit unserem Emitter Outdoor sich synchron schaltet und über den Status austauscht. Zunächst allerdings empfehlen wir euch natürlich synthetische, allergenfreie, ungiftige Monitoring-Produkte von Nara, die ihr alle schon kennt. Den kann man vorne hereindrücken in die Rattenfalle, sodass die Tiere möglichst human und optimal getroffen werden. Die Falle klappt ihr dann einfach, nachdem ihr die Antenne durch das Loch geführt habt, arretiert ihr die Falle einfach hier vorne. Ja, also die rastet hier perfekt ein und dann könnt ihr einfach so herunterdrücken und diese Schnappnase schnappt dann ein. Das war's eigentlich. Für uns ist extrem wichtig, dass man die Sachen immer modular verbauen kann. Also ihr habt hier nicht nur einmal den Sender, Falle, dann den Nara und hier den wieder aufladbaren Akku. Das ist wie Lego. Auf diesem Sender, ihr seht, hier ist eine schwarze, sehr schwere, hochqualitative Masse, die dafür sorgt, dass dieses Produkt sogar IP69 staub- und wassergeschützt ist. Das ist die höchste Klassifizierung, die man erreichen kann. Ist für uns extrem wichtig, denn wir wollen Fehlalarme vermeiden und dass wir mit den Produkten auch noch in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren Spaß haben können. Denn die Produkte, die wir draußen haben, die sind durchaus teilweise sogar über 10 Jahre alt. So, zurück zur Konstruktion. Einmal kurz die Falle drauf schnappen lassen und dann fehlt auch nur noch der Akku. Wir haben uns nicht wie andere Hersteller für Batterien entschieden, sondern nur für wiederaufladbare Akkubatterien. Das ist umweltfreundlich. Die halten bis zu 5 Jahren und man kann sie innerhalb von wenigen Minuten, einer Stunde glaube ich, wieder aufladen. Dazu gibt es von uns ein Akkuladegerät und das ist sehr nachhaltig, so finden wir. Diese Kombination aus Falle, Sensor und Akkubatterie könnt ihr natürlich in verschiedenste Ratten-Monitoring-Boxen platzieren. Da gibt es die Vanguard, die Emitter Monitoring Station, dann gibt es die neue von Edialux, die Project Neo, die wir auch schon in einer Videorezension hatten. Und dementsprechend könnt ihr die überall dort sicher platzieren oder auch als Standalone-Objekt, zum Beispiel in einem Zwischenboden oder sonst was. Ihr seid hier in eurer Kundenliste und ihr klickt einfach auf die Fallen und oben rechts seid ihr es gewohnt. Also hier ist natürlich dann das gesamte Fallenmanagement zu sehen, da gehen wir gleich drauf ein. Und ihr könnt hier auf das Plus klicken, die Kamera öffnet sich, die haltet ihr einmal über den QR-Code, der dann piept. Dann sucht ihr euch den Typ aus, das ist Outdoor Direct, ganz wichtig. Ihr könnt den Namen einstellen, die Stations-ID, die Beschreibung, wie ein Foto und die Location, das kennt ihr alles schon. Klickt auf Done und dann ist eure Falle hier in der Übersicht. Und mit dem ersten Status sieht sie auch so aus, wenn sie nicht gespannt ist. So, und in dieser Übersicht seht ihr jetzt auch schon eins der wichtigsten Features zum Management der Fallen. Ihr seht hier einmal die Signalqualität, die Akkukapazität, da kann man immer draufklicken und sieht die Entwicklung. Und die täglichen Live-Signale. Hier seht ihr also, dass sich die Falle mindestens einmal am Tag meldet. Über eine lange Periode kann man das nachvollziehen und immer Load More klicken, wenn ihr das eurem Kunden zum Beispiel mal zeigen wollt. Ganz wichtig, wenn ihr hier drauf klickt, könnt ihr immer wieder editieren. Dann seht ihr den Standort und alles, was ihr an Informationen eingetragen habt. Und auf der Glocke hier rot erschienen, weil hier eine Auslösung passiert ist, seht ihr immer den aktuellen Status der Falle
plus die drei weiteren Stati, die ihr teilweise auch noch auswählen könnt, wenn ihr alle auf einmal sehen wollt mit der gesamten Historie. Hier war die Falle einmal gespannt, so, dann ist sie immer auf Empty, hier war sie nochmal gespannt und so weiter und so fort. Dieser Status ist quasi die Falle, wie sie hier steht, nicht gespannt. Jetzt gehen wir einmal auf den nächsten Status, das ist dieser hier, das ist die Falle in gespannt. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, da seht ihr auch, dass es ganz genau die Falle nachgebaut ist. Dann kann man einmal weiterschauen. Und wir sehen den nächsten Status hier zum Beispiel. Das ist einmal eine Meldung über einen Fang. Denn die Falle kann unterscheiden zwischen Fang. Dann wird dieses kleine Plastikteil mit runtergedrückt. Hier ist nämlich noch ein Sensor drin. Oder wenn es kein Fang ist, also nochmal, das hier ist der Fang. Oder wenn es kein Fang ist, schießt das nach oben, habt ihr gerade gesehen. Und dann sieht das aus wie ganz zu Anfang, als die Falle nämlich empty war. Das seht ihr alles sehr bequem hier in der Übersicht und last but not least kommt jetzt ein einzigartiges Feature von unserer Emitter Outdoor Direct und zwar könnt ihr die in eurer Köderbox zum Beispiel so platzieren. Der Nara zum Monitoring riecht natürlich, ihr könnt aber auch andere Monitoring-Produkte dort hineinlegen und wenn dann eine Maus oder Ratte hier hineinläuft und über diese sogenannte Trigger Plate oder Aktivierungsplatte läuft und die sich genauso bewegt, bekommt ihr ein sogenanntes Motion-Signal, Motion oder Bewegung. Das ist kein passiver Infrarotsensor, der andauernd für Fehlalarme sorgt, sondern ein mechanischer Sensor, der die Bewegung von Nagetieren kennzeichnet. Und dann bekommt ihr natürlich wieder eine Meldung auf euer Handy und das sieht ganz genau so aus. Es ist super spannend, weil dieses Motion, dieses Feature ist einfach einmalig. Das gibt es auch nur bei uns, die mechanische Erkennung von Nageaktivität. Und dann könnt ihr nämlich hingehen und sagen, so, wir hatten Nageaktivität, wir spannen die Falle und jetzt gucken wir, ob wir ein Tier fangen. Jetzt habt ihr alles über unser Emitter Outdoor Direct erfahren. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit Emitter Outdoor Direct.